Hey, hier ist Rachel. Das Passion-Projekt, der BD. Ah, ja. Was ist damit? Wir haben hier eine Krise. Könnten echt deine Hilfe gebrauchen. Stevenson hatte einen Zusammenbruch. Kein Therapeut kommt zu ihm durch. Kannst du herkommen? Zum Studio? Einfach um mit ihm zu reden? Sicher. Okay. Bin unterwegs. Sie sagt, sie kommt. Danke, V.
wartet schon auf dich! Was ist los? Geht's Joshua gut? Keine Ahnung. Ist mir scheißegal. Geh rein da. Schätze, manchen gefällt's nicht, wenn jemand zur Unterhaltung Todesqualen erleidet. Alles Spaß bremsen, sonst nicht. Den Braindance werden Milliarden sehen. Das Studio hat scheinbar keine Angst vor einem Riesenskandal, ha? Huh? Machst du Witze? Die leben für Skandale. Ich wäre auch da draußen, wenn ich könnte. Aber ich habe eine Familie zu ernähren und der Job ist der Job. Wo soll ich hin? Die Straße runter! Zu dem Gebäude mit dem Polizisten davor! Danke. Hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Egal. Geh rein. Keine Sorge, Olga. Wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Endlich! Na los! Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Du wolltest mich sehen? Es scheint, du bist die einzige Freundin, die ich habe. Was sagt das über mich aus? Was ist los mit dir? Was tue ich? Warum bin ich hier? Vielleicht bin ich ja doch verrückt. Wir haben nicht viel Zeit. Weißt du, was ich glaube? Du bist ein Rebell. Ein echter Revolutionär. Das verstehe ich nicht. Du willst den Leuten was Wahres geben. Was Echtes. Die vom Studio glauben, sie haben einen Trottel, an dem sie fett verdienen können. Aber in Wahrheit benutzt du sie. Du wirst die Welt verändern. So habe ich das nie betrachtet. Ich habe solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst du aus. Ich will nicht beten, aber ich bleibe hier bei dir. Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heilige hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Es ist Zeit. Gehen wir. Ich hoffe wahrlich, Zuleika betet jetzt für mich. Bleibst du bei mir? Bis zum Ende. Ich möchte, dass du den Hammer hältst. Und mich ans Kreuz schlägst. Okay, Joshua. Ich tue es. Danke. Na dann mal los. Du musst ein paar Zeilen sagen. Nicht viel. Du musst sie nur vom Prompter ablesen.
Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind zu Recht gestraft, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Amen. Das war wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden. Veröffentlich den BD nicht. Die Welt sollte das nicht sehen. Das haben weder du noch ich zu entscheiden. Ich ruf dich an.
Rest bleibt hier im Lager. Ich will alle halbe Stunde Patrouillen mit direkter Meldung. Wie? Da bist du ja. Was macht die denn hier? Ich verbiete dir, diesen Militech-Konvoi auch nur anzugucken, also rufst du deine Freundin her? Um das Ganze hinter meinem Rücken zu machen? Genau. Deshalb habe ich Wie gerufen, damit sie direkt vor deiner Nase antanzt. Denkst du echt, ich bin so blöd? Hab langsam meine Zweifel. Gottverdammt, Saul! Du willst doch nicht echt, dass wir uns diesen Basilisk durch die Finger gehen lassen? Doch, will ich. Aber so eine Gelegenheit. Was für eine Gelegenheit? Den Job zu verlassen. Wow, als ich weg war, hat sich ja viel geändert. Nein, nichts hat sich geändert. Die Biotechniker-Leute sind in einer Stunde hier. Also baut bis dahin nicht irgendwelche Scheiße. Ich fass es nicht. Da geht er hin, um das Gras grün anzumalen. Du bist ungewohnt ruhig. Was ist los? Sinnlos, mit Saul zu diskutieren. Wir können nicht gewinnen. Also, gibst du auf? Natürlich nicht. Wir holen den Basilisk selbst und warten, bis Saul zugibt, dass wir recht hatten. Entweder das, oder er schmeißt uns aus der Familie. Ich dachte, der Biotechniker-Job wäre ins Wasser gefallen. Saul will, dass wir ihn zu Ende bringen. Um zu beweisen, dass die Aldicaldos zu ihrem Wort stehen. Pflanzenschutz? Wen kümmert denn verfickter Pflanzenschutz? Saul beweist damit nur, dass ein Konzern auf uns rumtrampeln kann und wir uns auch noch bedanken und nach mehr schreien. Was war das vorhin mit dem Basilisk? Das ist ein gepanzerter Militech-Frachtpanzer. Schrott von 2060 oder so. Die wollen ihn an ein Entwicklungsland verschachern, wo er noch als technologisches Wunder bestaunt wird. Der Militech-Konvoi nimmt die 101. Direkt an uns vorbei. Da muss man doch Hallo sagen. Lass mich raten, die ganze Sache ist deine Idee. Woher weißt du das? Saul wäre nicht so angepisst, wenn's nicht so wäre. Ich glaube, Vi hat recht. Hätte Saul die Idee gehabt, würde er sie als den größten Plan auf Gottes Erde anpreisen. Quatsch, so ist er nicht drauf. Er ist einfach nur feige. Geht lieber auf Nummer sicher. Abwarten. Für die Familie. Ist der Basilisk wirklich noch ein Streit mit Saul wert? Ja, so ein Fahrzeug würde uns endlich wieder auf Spur bringen. Die Familie fällt auseinander. Wenn wir in diesem Biotechniker-Mist hängen bleiben, nimmt uns nie wieder jemand ernst. Okay, also willst du das doch hinter Sauls Rücken machen. Deshalb hast du mich hergeholt. Cassidy, Ted, Carol und Bob sind auch dabei. Kannst du dich noch erinnern, wie du mal zu mir meintest, ich soll dir gefälligst einen Arschtritt verpassen, wenn du wieder mal was Dummes machen willst? Ja, und kurz danach bist du mit mir ins Ruffenlager gestürmt. Hast deine Chance also da schon verpasst? Nein, das war was anderes. Eine Rettungsmission. Jemand aus der Familie. Doch jetzt willst du Saul in den Rücken fallen. Wird das eine Moralpredigt? Dann kannst du dich nämlich gleich verpissen. Warum macht Saul so einen Aufstand wegen diesem Basilisk? Er hat Angst, dass Militech uns vernichtet, wenn wir Streit mit ihnen anfangen. Meint, dass es sicherer ist, auf der Seite der Konzerne zu bleiben. Die Biotechniker. Lächerlich. Und ihr würdet lieber... Wir würden lieber zu dem zurückkehren, was wir am besten können. Logistik. Also schmuggeln. Habe ich das nicht gesagt? Dachte, Saul und du hätten das Kriegsball begraben. Dachte ich auch. Aber anscheinend nur so lange, wie jemand versucht, uns umzubringen. Genau. Du hast ihm das Leben gerettet. Willst du das alles wieder kaputt machen? Ich habe ihn gerettet. Und er ignoriert trotzdem alles, was ich sage. Was mich angeht, sind wir wieder am Anfang. Der Basilisk, wie planst du den zu klauen? Danke, W. Noch habe ich nicht zugesagt. Okay, lass uns mit den anderen reden. Los, an die Arbeit. Also sind nur die 4 Veteranen an Bord. Sonst niemand. Wir haben die anderen gar nicht gefragt. Das Risiko, dass einer mit Saul redet, war viel zu groß. Außerdem verstehen eh nur die Veteranen, was es uns bringt, ein Basilisk zu haben. Das klingt ziemlich riskant. Quatsch, das wird ein Kinderspiel. Wir haben nicht mal großartig Security beim Konvoi dabei. Außerdem leisten wir damit unseren Beitrag im Kampf für den Weltfrieden. Warum sollte dieses Monster in irgendeinem Dritte-Weltbürgerkrieg enden? Hier setzen wir es sinnvoller ein. In Amerika.
Wolltest du wieder versuchen, Saul zu überreden? Keine Chance, hm? Nein. Bei uns okay, immer, alle her. Militech wird den Basilisk in Einzelteilen auf 2 Trucks transportieren. Moment mal. Höre ich da Unsicherheit raus? Fick dich. Wir stoppen den Konvoi am Bahnübergang an der 101. Wir greifen von hinten an und verziehen uns so schnell es geht. Noch Fragen oder Wünsche? Gute Arbeit, Schätzchen. Na, ja, das klingt zu einfach. Verdächtig glückliche Zufälle. Genau die Tech, die ihr braucht, wird euch quasi auf einem Silbertablett serviert? Ja, Saul meinte auch, dass das bis zum Himmel stinkt. Diese Infos zum Konvoi, woher habt ihr die? Carol hat die Militech-Kommunikationskanäle gehackt. Gut genug für dich? Panam hat Stress mit Saul, das weiß ich. Aber ihr? Vor ein paar Jahren hätte keiner im Traum daran gedacht, für Konzerne zu arbeiten. Wir wollen nur einen guten Namen. Wir brauchen nur gute Ausrüstung und Jobs. Das würde Saul sehen, wenn er hin und wieder den Kopf aus seinem Arsch ziehen würde. Okay, bin dabei. Okay, danke. Als erstes fahren wir zum Bahnhof. Da liegt die Lok zum Blockieren der Konvoiroute. Kommst du mit uns mit oder treffen wir uns dort? Ich komm mit. Sehr gut, los geht's. Ich glaube, deine Stimme hat ein bisschen gezittert. Nie im Leben. Ach, komm schon. Hattest doch bestimmt ein bisschen Pipi. Leg mich. Aber bist du sicher, dass du keine Spuren hinterlassen hast? Militech wird nichts merken? Willst du mich beleidigen, Bobby? Okay, okay. Hab nichts gesagt. Fahren wir. Merkt im Lager keiner, dass ihr nicht da seid? Ach, Saul will uns da eh nicht sehen. Will doch einen besseren zweiten Eindruck auf die Biotechniker von sich machen. Eure angefressenen Gesichter würden da nicht helfen. Würden sie in der Tat nicht. Was ist mit den Ruffen? Sind da Probleme zu erwarten? Denkt Saul zumindest. Hat rund ums Lager Wachen aufgestellt. Und was ist daran falsch? Er bekämpft weiterhin die Symptome und nicht die gottverdammte Krankheit. Vermisst du nicht das Leben in Night City? Manchmal vielleicht. Ich vermisse dieses Gefühl von Neuanfang, Freiheit. Aber ich erinnere mich auch noch an die Leere. Wenn man begreift, dass nichts etwas bedeutet, wenn man alleine ist. Ja, ich musste mich auch erst umgewöhnen. Obwohl ich nie vollkommen alleine war. Du hattest jemanden? Einen echten Freund. Hieß Jackie. Du hättest ihn übrigens gemocht. Jackie, werde ich mir merken. Wir sind da. Fettes Teil. Wenn du so drauf stehst, vielleicht sollten wir nur den Zug klauen und auf den Basilisk pfeifen. Jep. Und dann fahren wir nur dieses Monster zur 101 und wieder zurück. Da wäre Saul sicher mit am Start. Bereit? Okay, der Militech-Konvoi wird von Night City zur Basis fahren, wo wir auf den Käufer treffen. Wir halten ihn am Bahnübergang auf. Dafür müssen wir nur dieses Schätzchen in den Weg schieben. Noch irgendwelche Fragen? Wie genau wollt ihr das Ding bewegen? Alte Tech, Carol wird sie hacken müssen. Dann muss ich irgendwie Autorisierung vom Kontrollturm bekommen, um sie zu bewegen. Der Turm sieht auch inaktiv aus. Unsere Sorge. Panam und du, ihr besorgt einfach den Autorisierungscode. Okay, an die Arbeit. Thank you.
Wow, das ging schnell. Dann halt die Treppe. Es werde Licht. Gute Arbeit. Danke, Leute. Ich mochte Züge schon immer. Und an den Bahnhöfen führen so viele Schienen zusammen. Hm. Weichen. Ja, genau. Wenn man von oben sieht, dann fühlt man sich... frei? Als ob man zu 1000 Reisen gleichzeitig aufbrechen könnte? Wie? Okay, da wären wir. Carol! Wo? Danach suchen wir! Was für Karten? Hilfst du mir suchen? Na klar. Nada. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Nada. Sieh an. Ich hab was. Sehr gut. Carol! Wir haben eine Karte! Was jetzt? Ihr müsst sie ins Lesegerät packen. Also wie? Die Karte ins Lesegerät? Puh, dann wollen wir mal. Es hat geklappt. Sieh! Kleine, tapfere Dampflok. Weh. Ich wollte mit dir reden. Worüber willst du reden? Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber warum hilfst du mir? Weil es dir wichtig ist. Aber
Ist das alles? Sorry, das klang jetzt irgendwie komisch. Sonst noch irgendwelche Fragen? Nein. Ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen muss. Ich sollte Rogue Blumen schicken, als Dank, dass sie uns bekannt gemacht hat. Ist aber nicht wirklich dein Stil. Natürlich mit einer Karte dazu. Danke für eine wahre Freundin, du intrigante Hure. Schon besser. Okay, gehen wir zurück zu den anderen. Der Konvoi. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja. Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Alles läuft wie geplant. Bis jetzt. Thank you.